Es gibt ja so Hengste, da sagt man, die sind bei Amateurreitern beliebt. Und es gibt Hengste, die sind bei Profireitern beliebt. Bellissimo hat alles. Okay. Also da gibt es Nachkommen, wo die Mütter die kleinen Kinder mit ins Gelände schicken. Aber halt auch eine Isabel Wert ist ein totaler Bellissimo-Fan. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden. Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Stempelhengste. Hallo und herzlich willkommen zurück aus einer langen, langen Sommerpause. Hallo Ina. Hallo Lynn. Hattest du einen schönen Sommer? Ja, ich hatte einen schönen Sommer. Ich war ein bisschen unterwegs und habe noch mal ein paar interessante Menschen getroffen. Ah, ich dachte, du hättest auch Staycation gemacht oder warst du verreist noch? Nee, ich war nicht verreist. Ich habe meinen Garten genossen. Ja, Staycation, Balkonien. Genau. Ja. Und bei dir hattest du eine schöne Sommerzeit? Ja, ich habe mich tatsächlich mal nach Mallorca gewagt, bevor es zum Risikogebiet erklärt wurde. Aus meiner Sicht völlig zu Unrecht allerdings, weil die Insel war wirklich total leer. Wir sind da auch geritten ein bisschen und haben die Zeit da genossen. Und auf Mallorca muss jeder immer überall Maske tragen. Außer beim Sporttreiben. Und da waren alle echt diszipliniert. Deswegen hat mich das echt überrascht, dass es zum Risikogebiet erklärt wurde. Aber gut, wir haben uns dann brav testen lassen und war Gott sei Dank auch alles negativ. Sehr schön. Ja, jetzt sind wir wieder zurück. Wir wurden von einigen unserer Hörer etwas vermisst. Es gab Nachfragen und ja, das Warten hat ein Ende. Hier kommt eine brandneue Folge. Genau, denn du warst unterwegs und wir haben nämlich auch viele von euren Zuschriften bekommen, E-Mails und Anregungen, dass wir doch unbedingt mal nach Nordrhein-Westfalen fahren sollen. Und da warst du. Ja, da war ich. Ich war bei einem Hengst, der sich mehrfach gewünscht wurde und endlich ein vielversprochener Dressurhengst wieder mal. Ja, also man kann eigentlich sagen, wir wissen ja, es geht um Bellissimo M. Genau. Und dieses Pferd war ein echter Streber, oder? Das kann man so sagen. Also der hat eine ziemliche Bilderbuchkarriere hingelegt. Also alles gewonnen, ja. Alles lief glatt, alles war großartig bis heute. Du hast ihn gesehen, er ist jetzt 21. Ja, und er sieht super aus. Also ein schicker Fuchs. Ja, Fuchs, große Blässe, super viel Ausdruck, ein Wahnsinnshals. Und du hast es gerade gesagt, Streber. Ich habe mit Katrin Sutthölter gesprochen vom Westfalenhof. Dort steht der Hengst seit etwa 8 Jahren. Mhm. Und sie hat ihn auch so beschrieben. Er ist ein echter Streber. Er versucht, alles richtig zu machen. Und wenn man nur die Einleitung einer Piorette richtig anstellt, dann zieht er sie bis zum Ende komplett durch. Also ohne weiteres Zutun. Also sie hat auch von ihm als Streber gesprochen, das beschreibt es schon ganz gut. Ja, es gibt ja auch, also ne, zu Streber, das klingt ja auch so ein bisschen negativ, das muss ja nicht sein. Also in diesem Fall, glaube ich, hat er auch einen ganz tollen Charakter, oder? Ja, also er ist, ja, wir werden es ja gleich hören, er hat einen sehr speziellen Charakter und ist, glaube ich, auch ein sehr eigensinniges Pferd. Ja, aber ein spannendes Pferd auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Folge ganz bis zum Schluss zu hören, denn am Ende verraten wir euch noch eine spannende Neuigkeit. Trommelwirbel. Ja, es gibt etwas Neues, aber dazu mehr. Genau. Wir hören am besten gleich rein. Genau, so machen wir das. Wann haben Sie Bellissimo das erste Mal gesehen? Also Bellissimo war ja schon, bevor wir überhaupt darüber nachgedacht haben mit der Deckstation, als ich noch studiert habe und ein Pferd geritten habe, da war Bellissimo ja schon ganz groß. Da war der schon ein Superstar. Mhm. Und ich erinnere mich, ich habe Praktikum bei Heike Kemmer gemacht während meines Studiums. Und da müsste Bellissimo so 6, 7 Jahre alt gewesen sein.
Und da haben die mir, da war ich mit meiner Stute bei Kemmer und haben die immer gesagt, wenn du die mal decken lässt, dann musst du aber Bellissimo nehmen. und ist es dazu gekommen? Ich habe tatsächlich das erste eigene Pferd, was ich gezogen habe, ist aus dieser Stute auch, habe ich mich aber nicht getraut, Bellissimo selbst zu nehmen, weil ich dachte, die alte Sportstute nimmt nicht auf, aber das war ein Sohn von ihm. Okay. Tatsächlich, also der war von Anfang an schon wirklich mein Star, also wirklich, das weiß ich noch, alle haben davon gesprochen und ich glaube, der hatte auch wirklich von Anfang an sehr prominente Fans, die ihn, also ich weiß noch, Heike Kemmer, wie gesagt, war ein unheimlich großer Fan, Isabel Wert, Bella Rose ist erster Jahrgang von Bellissimo. Ja. Und ich glaube, das ist eins der größten Aushängeschilder, die er so hat wahrscheinlich. Ja, natürlich, an die kommt keiner ran, das stimmt. Und das Witzige war, während der Zeit bei Kemmer war die jetzige Pflegerin von Isabel, die war auch bei Kemmer. Mhm. Und die hat ja hinterher Bella Rose sozusagen gefunden. Ah, also da laufen alle Fäden zusammen. Ja, wirklich. Das war so irgendwie, es ging irgendwie von Anfang an irgendwie um Bellissimo. Ja. Und haben ohne Sie, Kontakt mit ihm gehabt zu haben. Ja, und haben Sie denn seine Karriere dann so verfolgt auch? Ja, ich war beim Bundeschampionat, als er, ich glaube, da war er Vize-Champion mit Katrin Meyer zu Strohn und sie hatte noch den Bundeschampion. Und aber wir auf der Tribüne waren uns alle einig, dass er eigentlich ein Bundeschampion werden müssen. Okay, auf jeden Fall Sieger der Herzen. Genau, das war er ja wirklich immer. Ja. Also das war er ja wirklich immer. Und was glauben Sie, was macht ihn so besonders? Das Allerbesonderste ist sein Charakter. Also wenn man Bellissimo auf seiner Seite hat, dann wird der für dich von der Brücke springen. Also dann macht er alles möglich. Ich habe ihn ja erst geritten nach seiner sportlichen Karriere. Also wir haben ihn Ende 13-jährig gekriegt. Und selbst da hast du es noch gemerkt. Also wenn der dann auf deiner Seite ist, das dauert ein bisschen, aber er wird alles möglich machen. Also alles, der nimmt dich ans Händchen und sagt, komm, wir machen das und dann machen wir das. Ist das nur unterm Reiter oder auch so im Umgang ist er da auch so? Im Umgang ist er schon ein bisschen König. Also er ist, glaube ich, sein ganzes Leben als König behandelt worden und das möchte auch so ein bisschen. Er ist schon sehr eifersüchtig. Zum Beispiel mag er überhaupt nicht die Pferde so, die sein, man hat ja immer so Star-Pferde, also Bellissimo ist der Superstar, dann gibt es jetzt, keine Ahnung, bei uns noch einen Baron oder einen Viva Gold, die auch eine spezielle Stellung haben, oder für mich Desario. Genau diese Pferde mag er überhaupt nicht. Wie äußert sich das dann? Dass man wirklich aufpassen muss beim an der Box vorbeigehen. Er ist auch sehr wählerisch, wer neben ihm stehen darf. Neben ihm stehen meistens so Hengste, die überhaupt nicht hengstig sind, die eher brav sind, da kümmert er sich aber auch drum. Da kannst du ihn dabei erwischen, wenn der neben ihm steht auf Späne, wenn keiner mehr da ist, dass er den mit Stroh füttert. Also er hält seinen Hof auch. Genau. Da ist er wirklich sehr freundlich. Aber die dürfen auf keinen Fall auch Anspruch erheben auf irgendeine Art von Thron. Das mag er nicht. Okay, und so ist er auch schon die ganze Zeit gewesen, seitdem er hier ist. Zum Beispiel am Anfang, als er frisch hier war, da wenn es dann dazu ging, dass wir auf Übernachtungsturniere mit anderen Pferden gefahren sind und diese Stimmung mit Packen und so ein bisschen Unruhe und LKW steht da, das kennen die ja, ne? Ja. Und dann ist er wirklich so böse und so wild geworden, wenn er verstanden hat, dass er nicht mit durfte, sondern nur die anderen gefahren sind. Dass wir, wenn wir aufs Turnier mit den anderen gefahren sind, mussten wir Bellissimo in der Box einmanagieren. Weil er sich so aufgeregt. Weil er wirklich so sauer war, dass er jetzt nicht mit durfte. Okay, er scheint auf jeden Fall ein Charakterpferd zu sein. Ja, und das ist auch das, er möchte, es gibt ja auch Pferde, die prinzipiell keine Lust haben, aber er möchte schon am liebsten immer mit und er möchte am liebsten im Mittelpunkt stehen. Und so seine Menschen haben, ne? Also okay, also ist er also auch so wählerisch, was seine Menschen in seinem Leben angeht? Also er ist immer freundlich und alles, aber was er zum Beispiel auch, weil es gibt ja ganz viele Züchter, die ihn dann besuchen wollen und dann einmal Bellissimo sehen, dass zum Beispiel, wenn das fremde Leute sind, dann
Ja, hat er das nicht so gerne, wenn alle wenn ihn alle anfassen oder so. Er macht das alles mit, aber seine Menschen, das ist schon was anderes. Okay, er unterscheidet. Aber wirklich, sowohl mit Pferden als auch mit Menschen, ganz extrem. Okay. Ja, spannend. Ja, er ist ja auch, also er hat, glaube ich, eine riesige Fanbase. Wir haben auch mehrere Zuschriften schon gekriegt, wo er sich gewünscht wurde hier für einen Podcast. Gibt es das viel, dass Leute kommen und ihn besuchen wollen? Also Fremde? Ja. Also das ist mit Bellissimo ganz extrem. Also ich meine, wir müssen ihm sowieso dankbar sein. Er hat uns groß gemacht. Wir haben ihn, wie gesagt, 13-jährig gekriegt. Da war unsere Deckstation ganz am Anfang. Und seitdem er da ist, dadurch, als er gekommen ist, als es öffentlich wurde, dass er jetzt zu uns gehört, das erste waren Leute aus Australien, die sich angemeldet haben, die unbedingt einmal Bellissimo sehen wollen. Und das ist wirklich spannend. Ne? Mhm. Und das kann man auch wirklich sagen, jeder, der einmal Bellissimo hatte, möchte gerne nochmal Bellissimo. Das ist wirklich, daraus ist das, glaube ich, entstanden. Gar nicht so durch ihn selbst, klar durch ihn selbst auch, aber ich meine, es gibt ja mehrere Pferde, die so eine Karriere hatten wie er hatte, eine tolle Karriere, aber er lebt schon echt von seinen Nachkommen. Ja. Und das macht natürlich so einen Hengst, einen wirklichen Stempelhengst auch aus. Ja, was ist das so, was er an seine Nachkommen so weitergibt, dass die so beliebt sind? Also ich denke, ähnlich wie er selbst, die wollen arbeiten, die machen einfach viel möglich, selbst wenn... Klar, bei so vielen Nachkommen, die der hat, selbst wenn irgendwelche Sachen nicht perfekt sind körperlich, aber die wollen und machen dadurch einfach mehr möglich, als man vielleicht sogar denken würde. Mhm. Die sind immer bei dir, lassen sich super ausbilden. Und was ich halt auch so spannend an ihm finde, es gibt ja so Hengste, da sagt man, die sind bei Amateurreitern beliebt. Und es gibt Hengste, die sind bei Profireitern beliebt. Bellissimo hat alles. Okay. Also da gibt es Nachkommen, wo die Mütter die kleinen Kinder mit ins Gelände schicken. Aber halt auch eine Isabel Wert ist ein totaler Bellissimo-Fan, die nicht nur Bella Rose hat, sondern die hat ja jetzt auch schon mehrere Bellissimo-Nachkommen im Stall stehen. Und da gibt es mehrere Top-Reiter, die wirklich Bellissimo-Fans sind. Und das finde ich ist halt auch so selten, ne? Dass die so einen Charakter haben, die zwar einerseits total unkompliziert sind, aber richtige Sportler. Ja, eigentlich so eine ideale Mischung dann. Ja, ne? Wirklich. Ja. Jetzt gerade ist ja Europameisterschaft für Junioren und junge Reiter in Ungarn. Und da hat jetzt auch wieder Blickfang mit Anna Middelberg für Deutschland die Goldmedaille geholt. Ja. Also ja, nicht schlecht. Also ja, auch seine Erfolge, also die Erfolge seiner Nachkommen sind auch nicht zu verachten, ne? Nee, genau. Das war ja wirklich von Anfang an so. Kann man auch, wie gesagt, weil er schon von Anfang an so tolle Fans hatte. Aber wie gesagt, Bella Rose ist aus seinem ersten Jahrgang. Bellissimo M wurde 1999 bei Züchter Dieter Nieser geboren. Das rheinische Sportpferd von Beltin, Maromador 2 Malusius XX, wurde 2001 gekürt. Seine Hengstleistungsprüfung legte der Fuchs mit einem rekordverdächtigen Ergebnis ab, wurde Bundeschampion und schaffte es bis ins Finale bei der Weltmeisterschaft der Dressurpferde. Unter der Australierin Hayley Beresford siegte er mehrfach im internationalen Grand Prix und qualifizierte sich für die Olympischen Spiele in London. 2018 wurde der knapp 1,70 Meter große Bellissimo zum Hannoveraner Hengst des Jahres gekürt. Zu seinen Nachkommen zählen 62 gekörte Söhne und 512 eingetragene Zuchtstuten, davon 141 mit Staatsprämie. Isabel Wertz Bella Rose gehört zu den berühmtesten und erfolgreichsten Bellissimo-Nachkommen. Die Lebendgewinnsumme der Nachkommen beläuft sich auf über 1 Million Euro. Werbung. Das Reitsportmagazin ist der Partner in Sachen Turniersport im Pferdesportverband Hannover und Bremen. Neben den Turnierausschreibungen und Berichten aus dem Sport, Vereinsgeschehen und den News aus der Szene erwarten den Leser hier spannende Artikel zu Gesundheit, Haltung, Ausbildung und Ausrüstung. Mit exklusiven Home-Stories bei Stars des Sports und aufstrebenden Sternen wird das Magazin abgerundet. Das Reitsportmagazin schenkt euch jetzt 2 Hefte. Wer zwischen dem 1. August und dem 31. Dezember 2020
2020 ein Premium-Abo abschließt, erhält 2 kostenlose Ausgaben. Mehr Informationen zur Aktion findet ihr auf der Homepage www.reitsport-magazin.net und in unseren Shownotes. Und Sie sind ihn ja auch selber geritten. Wie ist er so zu reiten? Wie fühlt es sich an? Ja, Wahnsinn. Also das ist auch so ein Pferd, mit dem Deckhengst, mit dem du am langen Zügel ohne Sattel locker durch den Wald reiten kannst. Und dann, wie gesagt, ich habe mir ja nicht turniert, sondern eine Hengstschau geritten. Dann kommst du in so eine Arena, umso mehr Zuschauer, umso besser. Dann wird er 3 Zentimeter größer. Ja. Und hundertprozentig, du kannst dich so hundertprozentig auf ihn verlassen, das richtiger ist der Wahnsinn. Showman. Ja, genau. Als Lehrpferd ist er so lala. Ich habe mit Bellissimo meine ersten ganzen Pioretten und meine ersten Einerwechsel geritten. Es musste auch relativ schnell gehen, also für mich jetzt, weil dann, wir haben ihn an Weihnachten gekauft, also an Weihnachten ist er hier hingekommen und im Februar haben wir ihn dann geritten, also die erste Hengstschau geritten. Und ja, als Lehrpferd sozusagen schlecht, weil auch wenn du ihn dann auf deiner Seite hast, dann musst du 2 Einerwechsel hinkriegen und dann sagt er, ach so, du willst Einerwechsel, dann machen wir Einerwechsel. Dann mach das, ob du es jetzt richtig machst oder falsch. Das. Okay, und er muss kurz einfach eine Ansage kriegen, was gewollt ja, genau. ist und dann geht's los. Und dann denkt man als Reiter, oh, ich kann Einerwechsel reiten. Dann sitzt man auf dem nächsten Pferd und dann funktioniert es auch einfach nicht mehr. Okay. Genauso mit Pioretten, du musst die Einleitung schaffen und dann sagt er, ah, sie will eine Piorette, okay. Gibt es auch so Lektionen, die er nicht so gerne macht? Nee, wo eigentlich er sich so ein nicht. Bisschen bitten lässt? Nee, eigentlich gar nichts. Gar nichts? Also er macht alles gerne. Klar, die Galopptour fällt ihm natürlich in den Schoß, weil er so einen Galopp hat. Vielleicht ein bisschen mehr als Piaffieren. Mhm. Aber auch, es gibt bestimmt Pferde, die besser Piaffieren können. Aber auch das ist, er macht es halt einfach. Ja. Und er macht es bestmöglich. Und du kannst dir immer sicher sein, er gibt sein Bestes. Mhm. Und von daher, nö. Also Probleme eigentlich nichts. Wie gesagt, eher dann, wenn du nur 9 Einer reiten willst und er sagt, wieso im Grand Prix sind doch 15 Einer. Achso, er kennt die Aufgaben ja. auch, ja. Ah, das ist, kann Fluch und Segen sein. Genau. Und wie ist er so, also hat er irgendwie so Marotten oder so, jetzt abgesehen von seiner Eifersucht? Er möchte der Erste sein morgens, der um den sich gekümmert wird. Er kommt auch als Erstes immer sofort auf die Weide. Nee, und ansonsten, er möchte die Aufmerksamkeit seiner Menschen haben. Das fordert er auch ein. Kann auch beleidigt sein, wenn er meint, er kommt ein bisschen zu kurz. Aber alles ganz freundlich, also nicht irgendwie. Wird dann nicht fies. Nein. Steht eher in der Ecke und genau. schmollt. Genau so. Oder kann dann auch mal böse gucken und dann muss man ihnen dann mit dem Möhrchen wieder sagen, hey Bello, aber dann ist auch wieder gut. Ah, Bello, das ist sein Spitzname. Bello ist sein Spitzname, mit dem haben wir ihn sozusagen schon übernommen. Okay, den hatte er also vorher schon. Immer, genau. Wir haben ihn ja jetzt eben schon auf der Weide gesehen. Wie ist so sein Tagesablauf jetzt hier? Also das Wichtigste ist, dass er morgens ganz früh sofort als Erstes auf die Weide kommt. Dann kommt er meistens wieder rein am frühen Vormittag, isst dann erst sein Frühstück. Und ja, wie gesagt, im Moment ist es ein bisschen heiß. Wenn es nicht so heiß ist, kommt er nachmittags auch nochmal raus. Und wenn es jetzt so ist, je nachdem, wie es passt, wird er auch nochmal geritten. Viel in den Wald, das macht er auch gerne. Mhm. Aber er ist jetzt nicht mehr mega im Training. Nachmittags hat er dann mindestens immer noch einmal so ein bisschen Wellness, dass er geputzt wird oder Eisgamaschen und sowas, aber alles einfach nur, damit er sich wohlfühlt. Ja. Und was spannend bei ihm ist, also wie gesagt, er wird jetzt, wenn er jeden Tag auf der Weide kann und am besten 2-mal auf der Weide, dann reitet man auch nicht. Aber du kannst wirklich 4 Monate steht er nur auf der Weide, dann wenn es dich wieder packt, machst du einen Sattel drauf und es geht los. Also der muss sich nicht einlaufen und du kannst auch, letztens hatte ich eine Reitschülerin von mir, die wirklich keine Wechsel hingekriegt hat und dann irgendwann habe ich gedacht, na gut, dann reiz mal einen Wechsel auf Bellissimo. So, dann Sattel drauf, dann antraben, der muss sich auch nicht einlaufen und dann, ja, zack,
zeigt er ihr, wie ein Wechsel geht und ist auch wirklich sehr stolz und freut sich, dass er sozusagen... Ja. Ja. Dass er es noch kann. Ja, eher nicht, sondern so, dass sich dann wieder alles um ihn dreht und sie sich sehr freut und ihm um den Hals fällt, weil sie einen Wechsel geritten hat. Sehr schön. Und wenn sie mit ihm ins Gelände reiten, ist er dann ganz entspannt oder ist er so eher ein bisschen guckig oder schreckhaft? Nein, oder nein, ganz entspannt. Ganz entspannt. Also wir hatten irgendwann ein englisches Magazin hier, die wollten mir das nicht glauben, dass ich ihn auch wirklich ohne Sattel ins Gelände reite. Und da haben wir den ohne Sattel vorgeritten und piaffiert. Also das ist alles wirklich das einfachste Pferd, was man sich vorstellen kann. Wir haben keinen Wallach, der so einfach ist wie Bellissimo. Krass. Ja. Und gibt es so eine Situation, an die Sie sich immer erinnern werden? Also ich mit ihm zusammen? Mhm. Equitana-Hengstschau. Das war schon besonders, weil das wirklich großes Publikum war und da war das, da war ich auch sehr aufgeregt noch. Und dann ist es wirklich, er wird 3,5 Meter größer, nimmt dich an die Hand und sagt, wir machen das schon und macht das dann auch. Also. Und sie sind dann nur Beifahrer sozusagen. Ja, genau, aber ganz freundlich. Also es ist nicht so, dass er das Steuer übernimmt. Also er macht schon das, was ich möchte, aber er sagt, komm, bleib mal ruhig. Wir machen das schon. Wann ist das gewesen? Ich denke mal, da war er so ein Jahr bei uns. Mhm. 2014 oder 2015. Okay. Ja. Und gab es denn mit ihm auch mal so sorgenvolle Zeiten, irgendwelche Probleme gesundheitlich oder dass man sich so ein bisschen um ihn besorgt hat? Also er ist ja zu uns gekommen, weil sein voriger Besitzer in Insolvenz war. Und das war aber ein relativ langer Zeitraum. Also ich weiß noch, dass es im Anfang 2013 kam es raus und wir haben ihn Ende 2013 gekauft. Und in diesem Jahr ist es halt, war es für Bellissimo, das war glaube ich ein schlimmes Jahr. Anfang 2013 sollte noch Weltcup mit Hayley Beresford gehen. Mhm. Also da war er umsorgtes Nummer 1 Turnierpferd des Stalls und des Hofs. Ja. Und dann wurde er so ein bisschen rumgeschoben, sage ich jetzt mal. Ja. Soll nicht böse meinen, aber für Bellissimo gefühlt war es, glaube ich, so. Ja. Also da ist dann ein Gerade wenn er so ein Pferd ist, genau. Das es immer kennt und immer genau. Fordert, genau. Diese Aufmerksamkeit, genau. Wahrscheinlich für ihn ziemlich schwer gewesen. Und in diesem Jahr hat er wirklich viel gelitten. Und deswegen, als er zu uns kam, das war schon eher schwierig. Also okay. Sowohl fütterungstechnisch, da hat sich halt viel verweigert mit Essen, als auch war er sehr, sehr, sehr reserviert den Menschen gegenüber. Und ja, wenn man so sagen will, der war traurig. Also der hatte sie so ein bisschen aufgegeben. Wie gesagt, ein Pferd, der hatte eigentlich seinen eigenen Pfleger und dann ist er ein Jahr lang fast versteckt worden. Ne? Das war schwierig. Das hat dann auch ein bisschen gedauert, bis wir ihn dann sozusagen überredet hatten, dass er bei uns jetzt aber wirklich wieder die Nummer 1 ist. Wie haben Sie das gemacht? Oh, das war schon viel Arbeit am Anfang, einfach ganz viel mit ihm beschäftigt. Und so ein bisschen der Durchbruch war, glaube ich, da sind wir mit ihm nach München gefahren. Und das mit dem Landgestüt Schweiganger war von Anfang an so eine Verbindung. Die hatten ihn auch vertrieben, als er noch bei den vorigen Besitzern war und hatten uns dann gefragt, wollt ihr nicht mal kommen? Und dann sind wir da hingefahren und dann war es halt 3 Tage irgendwie nur Bellissimo. Einfach nur die ganze Zeit um Bellissimo kümmern. Und dann war es irgendwie so, da hat es Klick gemacht und... Er fühlte sich wieder wie das genau, Star. Genau, glaube ich. Also das war so gefühlt, dass er irgendwie bei uns angekommen ist. Ja, ja, schön. Und bis heute ist alles gut gegangen dann wieder mit ihm. Also gab es keine Probleme. Er ist ja auch, ist er noch im Deckeinsatz? Oder? Ja. Und das, wie ist er da so? Ist er da so ein richtiger Hengst und... Nee, da ist er Profi. Das macht er schon ganz. Nee, das ist wirklich unkompliziert. Den kann er wiehert dann mal einmal und hat so seine Marotten. Ich glaube, er quietscht einmal, aber der ist ganz einfach. Er kennt ja auch wirklich seinen Job, ne? Das ist wirklich unkompliziert und einfach. Und er weiß, die Tür geht auf und dann weiß ich ab jetzt... Nein, er weiß auch ehrlich gesagt schon, welche Trense draufkommt. Wenn die Decktrense draufkommt, dann weiß er, dass es zum anderen Ausgang geht.
und das Ganze dauert bei ihm auch wirklich 2,5 Minuten, dann steht er wieder in seiner Box. Effizient. Wirklich. Also, mehr Profi geht nicht. Ja, wunderbar. Was, Sie haben ja bestimmt auch einige Bellissimo-Nachkommen schon geritten. Würden Sie sagen, man merkt, dass die verwandt sind? Ja, also vor allem die Bellissimos, die ich hatte, immer im Galopp. Also das ist so ein ganz einfacher Galopp, der einem unheimlich entgegenspringt. Und wie gesagt, die sind unheimlich einfach auszubilden im Galopp. Die können auch schon mal ein bisschen lustig sein, aber nie böse. Und immer Lust zu arbeiten, das würde ich halt so sagen. Ja. Und es sind halt, die hauen dich oft nicht um, wenn du sie freilaufen lässt. Und sobald man dann drauf sitzt, ist alles anders. Okay. Also es sind eher Sattelpferde als Freilaufpferde. Und kann man da die optisch erkennen, dass man sagt, auf dem Abreiteplatz würde man die rausfischen können? Ja. Ich würde auch wieder sagen, am Galopp. Und ansonsten, jetzt so vom Typ, sehen sie ihm schon oft ähnlich. Aber es gibt dann halt auch so eine Bella Rose, die sieht ihm ja jetzt nicht so ähnlich. Außer, dass er ein Fuchs ist. Bis auf die Farbe. Jetzt so typmäßig würde ich sagen, es gibt einfach so viele Bellissimus, das würde ich mir nicht sagen. Eher, wenn ich sie manchmal galoppieren sehe, dann kann man den Papa schon erkennen. Okay. Und ja, wenn Sie jetzt den Satz vervollständigen würden, Bellissimo ist für mich? Bellissimo ist für mich der Star. Und ein richtiger Freund. Ein richtiger Freund. Das ist doch schön. Ja, ich finde, das ist so ein schönes Schlusswort. Ja. Nämlich schon am Ende. Vielen Dank. Gerne. Ach, wie schön. Was für ein bewegendes Leben, ja? Also der hat ja alles erlebt, der Bello. Auch ein süßer Spitzname, finde ich. Ja, aber es klingt auch ein bisschen zwischen den beiden wie die Liebe des Lebens. So, ja, ne? Wie sie ihn so aus der Ferne angehimmelt hat und dann ihn endlich zu sich holen konnte. Richtig schön. Also ich fand, es war ein toller Tag. Und du hast auch viele Fotos gemacht. Ja, ne? Genau. Ich habe ihn gesehen, ich habe ein kurzes Video auf der Weide gemacht und stellen wir am besten alles rein, direkt auf Instagram, ne, beim Reitsportmagazin oder Ina Tens Horses. Genau. Das Alter sieht man ihm nicht an und auch, dass er seit Jahren kein Turnier gegangen ist und eigentlich nicht im Training ist, das würde man so nicht glauben. Also diese Muskulatur ist irgendwie immer noch vorhanden. Du bist auch verliebt. Ich bin auch verliebt, obwohl das ein Dressurpferd ist und obwohl er ein Fuchs ist. Moment mal. Fuchs ist ein Traum, ein Dressurpferd ist, na gut, darüber kann man sich ewig streiten. Also von daher, gut, dass wir... Ne? Er hat mich auch um seinen Finger gewickelt. Herrlich. So, Lynn, jetzt kommt der große Moment. Ja, die Ankündigung. Wir machen etwas Neues. Ja. Etwas Neues heißt nicht, dass wir die Stempelhengste nicht mehr machen werden. Die laufen auch weiter. Genau, nur nicht ganz so regelmäßig. Richtig, aber immer dann, wenn es sich wirklich lohnt, wenn wir einen ganz tollen Hengst entdeckt haben. Und es gibt ja noch so viele großartige Hengste. Also wir können damit einfach gar nicht aufhören. Ja. Aber wir starten eine neue Serie. Genau, diesmal geht es nicht um die Pferde, sondern um die Menschen, die zu den Pferden dazugehören. Ja, genau, die berühmten Pferdemenschen, die Reiterfamilien in Deutschland. Genau, du hast es gerade nur so kurz angesprochen, aber es geht bei uns nicht um Einzelpersonen, sondern um ganze Familien, die diesem Virus, obwohl Virus darf man momentan wahrscheinlich nicht sagen. Nein, böses Wort aus. Die das Pferdegehen in sich tragen. Ja, du, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber... Ich hatte als Kind, das war mein größter Traum, ja, wenn ich in so eine Familie hineingeboren wäre, ach, wäre das toll gewesen. Jeden Tag reiten, alles irgendwie selbstverständlich, die tollsten Pferde im Stall, ja, kein Kampf, ob man jetzt reiten gehen darf oder nicht, sondern es wäre halt, und dann ist die Frage, wenn es die tägliche Pflicht ich würde sagen, ist. Du siehst jetzt natürlich nur die Sonnenseiten des Lebens. Wir werden auch noch andere Geschichten hören, dass es immer nicht alles so ein Ponyhofleben ist, wie es vielleicht von außen betrachtet aussieht. Ja, bestimmt harte Arbeit, ganz viel Entbehrungen, auch ganz viel Unsicherheiten und einfach wirklich
24/7, ja, Präsenz, ja. Und ich glaube, so der Urlaub auf den Malediven oder sonst irgendwas ist da einfach nur eine Vision. Ja, das stimmt. Ja, also um es nochmal ganz genau zu sagen, wir treffen Reitsportfamilien in Deutschland, die seit mehreren Generationen sich dem Pferdesport verschrieben haben. Genau. Und erfahren Geschichten aus deren Alltag, die Entwicklung, wie die Familie aufgebaut ist, wer welche Aufgaben hat, was es für Probleme gibt und ja. Und auch da machen wir keinen Halt vor sowohl Dressur-Spezialisierten als auch Springen und oft vermischt es sich ja auch, Vielseitigkeit, also genau. Erfolgreiche Reiter, erfolgreiche Züchter. Und Fahrer. Und auch die Fahrer wollen wir nicht außer Acht lassen. Genau. All das finden wir in Familien, die unsere Reitsportszene in Deutschland und mittlerweile Europa und weltweit ja auch mitprägen und dort ganz erfolgreich ganz vorne mit dabei sind. Genau. Genau, mit dieser neuen Serie starten wir so im Oktober. Und wir wollen aber natürlich trotzdem, wenn wir auf unseren Besuchen irgendwie es schaffen oder noch irgendwo einen interessanten Hengst entdecken, dann gibt es auch immer mal wieder wahrscheinlich eine kleine Stempelhengste-Folge zwischendurch. Genau. Das Ganze läuft auf diesem Kanal, also ihr müsst nicht jemand etwas Neues abonnieren. Wir benennen diesen Kanal um in Pferdemenschen, also nicht erschrecken. Wir sind die und bleiben die Alten. Und ihr hört von uns. Bis dann. Ciao. Tschüss. Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.